Alphabet jetzt kaufen, nachdem wir hier wieder nach den AI-Ankündigungen einen kleinen Aufwärtstrend und ein neues All-Time-High haben? Das ist natürlich die Frage, die wir im heutigen Video anschauen werden. Lasst doch ein Like und ein Abo da. Keine Anlageberatung, sondern meine eigene Recherchearbeit. Und zuletzt könnt ihr euch mit meinem Link in der Videobeschreibung bei finanzen.erzio anmelden. Das solltet ihr immer tun, weil da bekommt ihr die größten Belohnungen. Ihr bekommt hier, wenn es gratis Aktien oder Sparplansummen sind, diese kommt ihr zurück. Ihr könnt für 0 Euro Aktien handeln, habt die größte Auswahl an Aktien und ETS von Neobrokern, könnt Schweizer Aktien handeln, was hier wirklich auch extrem positiv und spannend meines Erachtens ist, weil es kein anderer Neobroker anbietet, und könnt euch auch die 4% Zinsen mit Hilfe eines Geldmarkt-ETFs holen. Alphabet läuft aktuell wieder enorm gut. Wir sehen ein neues All-Time-High, was daran liegt, dass die AI-Gen-Generation bzw. Ankündigung und Presentation einfach enorm gut ankamen. Wir sehen die Implementierung und hierbei auch noch die Möglichkeiten, die die AI anbietet, und somit hier mit den soliden Einnahmen, mit dem Kerngeschäft, welcher wirklich sehr solide läuft, einfach ein neues All-Time-High, welcher hier auch zurechtgekommen ist. Schauen wir uns die Faktenlage und alles mal etwas genauer an. Oft sollten wir auch die Cloud thematisieren. Wir sehen hier die Shares auf den weltweiten größten Unternehmen und gerade Amazon AWS, Microsoft Azure und die Google Cloud. Wir sehen, Amazon ist im B2B-Bereich aktiv, also nur im Business-to-Business, Microsoft im Business-to-Customer und Alphabet als Google versucht, in beide Märkte zu gehen. Wir sehen in den vergangenen oder letzten Jahren im Allgemeinen, hat der B2B-Bereich gerade in den letzten 2 Jahren mehr Probleme, und wir sehen, Microsoft mit dem B2C-Bereich macht einfach oder gewinnt sehr solide Marktanteile dazu. In Milliardensummen haben alle extrem positive Entwicklungen. Selbst Amazon hat aktuell noch 19% Wachstum. Warum sie Marktanteile verlieren, liegt einfach daran, dass Microsoft schneller Marktanteile gewinnt und aus diesem Grund resultierend hier dann bessere Entwicklungen hinlegt. Microsoft und Alphabet einfach mit mehr Marktanteilen, die sie sich zusichern, und gerade auch Microsoft, welche sich immer näher an Amazon entwickeln, aber auch Google mittlerweile mit 11%. Wir sehen enorme Wachstumszahlen, bloß muss man hier natürlich überlegen, wo man herkommt und natürlich auch die Wachstumszahlen, die man hier hat, und die Entwicklung hier dann auf die höheren Marktanteile, welche dann zu einer sehr spannenden Profitabilität entwickeln oder werden könnten. Trotzdem ist wichtig, wir sehen hier, Cloud Revenue ist noch nahezu irrelevant. Die Margen sind natürlich enorm, aber im Vergleich zum Kerngeschäft, zum Ad Revenue, ist hierbei einfach Google noch nicht so relevant. Und das natürlich auch so ein Kritikpunkt, der immer klar zu Recht hierbei kommt, aber meines Erachtens nicht so relevant ist. Wir sehen durch die ganzen Akquisitionen Tochterunternehmen, aber auch zum Beispiel durch Cloud mit den Margen, wird man hier ein sehr spannendes Geschäftssegment langfristig aufbauen mit hohen Wachstumszahlen und hier auch Ergänzungen darstellen. Wichtig ist natürlich, dass man auch eine Ergänzung langfristig wirklich zum Kerngeschäft findet, weil es aktuell noch nicht der Fall ist. Wir sehen, Ad Revenue liegt bald bei 238 Milliarden, durch sie auch gewissermaßen etwas diversifiziert, seien es dann zum Beispiel Google Suche, YouTube und so weiter, aber natürlich trotzdem Ad-abhängig. Um das ein bisschen umzustrukturieren, ist meines Erachtens eine gute Sache. Ganz kurz, wie bin ich denn zu Alphabet? Ich habe Alphabet recht günstig damals gekauft und immer wieder nachgekauft und bin seit längerem investiert und hier auch sehr bullig. Das ist einfach dazu, damit ihr auch meine Perspektive hier immer im Hinterkopf haben könnt. Wir sehen ja zum Beispiel auch seit Januar 2023 einfach 105% Rendite hingelegt. Im Allgemeinen sehen wir das auch nochmal hier in der Entwicklung. Ich habe ja bereits hier den Ad-Revenue angesprochen und Cloud-Revenue, was aus den anderen Sparten. Ja, im Endeffekt, Ad-Revenue umfasst halt sehr, sehr viel. Wir sehen nämlich Google Suche, YouTube Ads, Google Network, aber auch im Endeffekt alles, was halt darunter fällt, wirklich nicht gerade fein strukturiert, sondern natürlich Google Maps zum Beispiel mit enormen Milliardeneinnahmen, aber auch Gmail und so weiter. Einfach viele Kleinigkeiten, die dann hier in das Google Network hier aktiv mit reinfließen und einfach sehr solide Einnahmen generieren. Schauen wir uns dann hier auch noch Google Cloud an, sehen wir ja die soliden Wachstumszahlen und natürlich auch sehr, sehr spannend aufgestellt sind. Da ist natürlich dann wichtig, gerade langfristig, wie entwickelt man sich hier, wie profitabel kann man hier werden. Wenn wir uns hier die Profitabilität nämlich dann anschauen, ist natürlich dann die Frage, wo wir uns hier langfristig eindeutig oder ganz klar positionieren. Und da bin ich aber an sich sehr, sehr bullig, gerade auch vom Wachstum, welche hier dann mitgebracht wird. Und gehen wir dann hier weiter und schauen uns mal ganz kurz auch noch so ein paar Kennzahlen an. Fällt auf, dass Alphabet in den letzten Jahren enorme Aktienrückkäufe tätigt.
ja, wir haben hier einen Cash-Bestand in 100 Milliarden Höhe und der muss natürlich auch irgendwie genutzt werden. Wir sehen aktuell jetzt die erste Einführung einer Dividende, bloß jetzt weiterhin stark Aktien, die zurückgekauft werden. Gehen wir zum Beispiel nur ein Jahr zurück, sehen wir, dass hier knapp ja, 50 Millionen Aktien mehr auf dem Markt waren und das natürlich dann schon wirklich enorm Buybacks sind. Dann ist natürlich die Frage, wie befindet sich denn aktuell die Entwicklung, aber auch im Vergleich zum Beispiel zu anderen GAFAM-Titeln, weil man natürlich hier direkt einen Vergleich zu Microsoft und Amazon immer herstellen sollte. Und im Allgemeinen befinden wir uns hier bei einem sehr niedrigen PE-Ratio, auch trotz des Kursanstiegs, welcher wir jetzt nachzuweisen haben, im Vergleich zur Historie. Da befinden wir uns aktuell immer noch unterm Schnitt, was natürlich dann trotzdem sehr spannend ist, weil es keine Überbewertung im Vergleich zur Vergangenheit zeigt, im aktuellen Marktumfeld, obwohl wir jetzt bei einem neuen All-Time High stehen. Und hier nochmal den Vergleich zu anderen GAFAM-Werten, beziehungsweise haben wir hier Nvidia noch mit reinfließend und ersetzend. Und wenn man sich dann das anschaut und Apple rausrechnet, sehen wir hier verschiedene Unternehmen und das sehen wir Alphabet und Meta hier im Schlussstrich mit der niedrigsten Bewertung im Ad-Bereich und dann darauf folgt Microsoft mit 27er EV/EBIT, Amazon mit 38 und Nvidia mit 64 und dann sollte man natürlich immer Wachstumszahlen miteinander vergleichen. Ich denke, dass Meta und Alphabet hier spannend ist. Und da sieht man halt auch zu Recht natürlich, wie die Entwicklungen sind. Klar, Microsoft viel stärkeres Geschäftssegment, stärkere Diversifikation, keine Abhängigkeiten im Kerngeschäft, noch stärker im AI-Bereich, einfach noch spannender, klar. Aber nichtsdestotrotz sehen wir Alphabet eine sehr solide, niedrige Bewertung im Vergleich zur Historie, auch im Vergleich zu den GAFAM-Titeln, mit trotzdem sehr soliden Wachstumspotenzial und einfach ein No-Brainer meines Erachtens. Wie gesagt, keine Anlageberatung. Wenn wir nochmal hier schauen, ja, PI ist ja wie gesagt jetzt im 5 Years Average. Selbst wenn wir uns PEG Ratio anschauen, liegen wir bei 1,35, also auch eher Richtung spannendes Niveau. EV to Sales mit 6,54 ist über Average und auch deutlich über vielen anderen Unternehmen. Klar, als wachstumstechnisch sind wir hier natürlich etwas minimal aktuell eingeschränkt, aber trotzdem halt durch die Qualität, die nachzuweisen ist, ein sehr spannendes Unternehmen meines Erachtens. Und selbst die Analysten sind hier weiterhin sehr bullisch unterwegs. 32 Buy, 5 Hold, keiner für Sell. Das würde aktuell ein Upside-Potenzial von knapp 11,28% entsprechen, was dann im Endeffekt ein Kursniveau, ein Ziel von 195,92 US-Dollar wären. Ich bin hier investiert, lasst meine Position auch hier weiterhin offen. Schreibt mir da eure Position gerne in die Kommentare und meldet euch jetzt mit meinem Link in der Videobeschreibung bei finanzen.zero an, um euch hier wirklich den ganzen Boni auch zuzusichern.